Jetzt, Cat. Peter lernt ein neues Mädchen kennen und hält das für selbstverständlich. Wie geht es dir dabei? Hungrig? Entschuldigung, das Gefühl kenne ich nicht. Eifersucht. Und jetzt zeig mir mal, wie Eifersucht aussieht. Ich bin nur kein eifersüchtiger Mensch. Aber Tink schon. Das musst du jetzt auch darstellen. Okay, ich spüre jetzt was. Mein Blut gefriert. Der Magen verkrampft sich. Weiter so, das könnte was nützen. Wunderbar, Cat. Jetzt trieft die Eifersucht ja aus all deinen Poren. Das war unheimlich. Genau das war auch die Absicht. Ein wichtiger Tag. Wir machen noch eine Nachbesprechung für eure Rollen und dann gehen wir ins Wochenende. Und, Christian, was denkst du über Peter? Er will alles haben. Naja, er will Tink, weil sie wunderbar ist und sie immer für ihn da ist, wenn er sie braucht. Aber es ist doch eher so... Peter liebt Wendy. Also jetzt kommt die Szene, wo das fröhliche Mädchen dem Jungen, den sie liebt, sagt, dass es vorbei ist. Denn er liebt ja immer noch eine andere. Und jetzt wirst du um mich kämpfen und mir sagen, dass ich mich irre. Cat, diese Eifersuchtssache, die hat dich... Ich bin aufgewacht. Ich sehe die Dinge jetzt so, wie sie eigentlich sind.